So, meine Lieben, ich sag's gleich, das hier wird der absolut letzte Part des Spiels werden, weil ich möchte es A hinter mich bringen und zweitens habe ich noch andere Strafsachen, die ich mich kümmern muss und eins davon wird sogar nur halb so schlimm werden, beziehungsweise ich werde es sogar angeblich mögen. Aber ich weiß, dass ich dieses Spiel ja nicht mögen werde, denn es ist einfach grottentief schlecht und ich mache das hier gerade nur aus dem einen Grund, weil ich es ich will es beendet haben. Ich will das Ganze einfach nur beendet haben. Ich will das Game löschen können. Ich will es nie wieder anfassen. Ich möchte es keinem zumuten. Weil Straf-LPs sollte man mindestens schon als spielbar bezeichnen können. Aber das ist hier nicht der Fall. Dieses Spiel ist unspielbar, Leute. Dieses Spiel ist wirklich unspielbar. Ich habe alles versucht, ich habe jeden einzelnen C-Button gedrückt. Ich kann nochmal gedrückt lassen bringt auch nichts. Was muss man tun? Wie setze ich es ein? This looks like a job for Superman. Es wird einem nichts erklärt, gar nichts. Es wird nämlich erklärt, wie man die einsetzt, die Dinger. Nichts. Man wird mit einer grottentief schlechten Steuerung ins kalte Wasser geschmissen. Und weiß nicht, was man machen soll. Ja, es gibt das komische Ding hier. Was das macht, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. This looks like a job for Superman. Es funktioniert nicht das Spiel. Es funktioniert einfach nicht. So, ja. Laserarm bringt mir auch einen Scheiß. Bringt gar nichts. Wie benutzt man die? Ja toll, der Atem ist... Der Atem ist voll. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Nee, ich will die Zeitnummer voll bekommen irgendwie. Ich will die Zeitnummer irgendwie voll bekommen. Ja, ich würde sagen, wir machen nochmal den Superman-Modus und ja, machen wir mal ein neues Spiel. In short time, your fate will be sealed, Superman. Wird wohl der Hard-Mode sein. Then there's no time to waste. Ja, und abnormal sind die Ringe da.
Superman-Modus. Was ändert sich hier? Also in der Zeit kommt mir jetzt nichts irgendwie neu vor. Die Steuerung ist genauso scheiße wie früher, wie vorher. Man darf Ringe durchfliegen. Was man auch vielleicht nicht machen muss, warum auch immer. Ich verstehe nicht, warum es abnormal so ist, dass man Ringe durchfliegen muss. Und warum im Easy-Mode nicht. Das ist mir absolut schleierhaft. Was sich dabei die Entwickler gedacht haben. Bei dem Käse. Und Cold Astra, ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, wenn das der letzte Part des Spiels ist, weil... Ohne Scheiß, ich ertrag diesen Bullshit nicht mehr. Das ist einfach nur noch schlecht. Und vor allem, wie beschissen die Kamera sich mitdreht. Wie beschissen die Kamera sich mitdreht. Ist euch vielleicht mal aufgefallen? Das ist grottentief schlecht. Das ist die schlechteste Kamera, die ich je gesehen habe. Ja, und demnach kurz wird die Folge auch sein, also circa nur 15 Minuten. Weil, pfiuh. Ja, gut. Strafe-LP ist eine Sache, aber unzockbar ist eine andere Sache. Ich versuche hier gerade noch mindestens minimal an. Ich versuche hier gerade noch ein Minimum an Zeit zu füllen. Weil einfach. Man kann die Fähigkeiten nicht benutzen. Man kann einfach mal die. Man kann einfach mal die Fähigkeiten nicht benutzen. Und wenn das die Original-Superman-Stimme ist, dann. Dann lache ich, glaube ich. Weil dann würde ich mich fragen, was zum Teufel hat die Originalstimme von Superman in so einem hässlichen Spiel verloren? Ich wage sogar zu sagen, dass sogar die NES-Version besser ist als dieses Spiel. Oder Atari oder andere Spiele, die mit Superman zu tun haben. Es gab darunter auch gute. Ich erinnere mich an das Special von Top oder Flop. Was wir mal gemacht haben, Sachen von Superhelden. Aber dieses Spiel steht unter allen anderen. So grottentief schlecht ist es. Und es ist weit entfernt von der herrlichen Flugmechanik von Spyro. Es ist weit entfernt von der cremigen Steuerung von Pilotwings. Es ist sogar weit ab von Star Fox. Dieses Spiel hat für mich einfach nichts Gutes. Das einzig atmosphärisch, was ich sagen kann, ist die Gebäudekulisse. Mit dem Nebel und so weiter. Ja, und die Zeit ist so knapp bemessen, das kann man gar nicht. Wie soll man das hinkriegen? Ich meine, der lässt sich so scheiße steuern. In der Zeit irgendwie die Ringe zu durchfliegen, das ist. Das kann man doch gar nicht. Vor allem, guck mal, wie die Kamera sich dreht. Wie soll man da irgendwas agieren können? Wenn die Kamera sich so scheiße bewegt, dann kann man da nichts machen. Dann ist da einfach nichts mehr zu machen. Das ist die schlechteste Kamerasteuerung, die ich je gesehen habe.
um es mal in Englisch zu sagen, I have enough from this game. I have definitiv enough from this game. Und ich setze einen Haken dahinter, wenn dieser Part vorbei ist. Ich setze definitiv einen Haken dahinter. So, ich gehe nochmal in den Training-Mode, um den restlichen Teil nochmal ein bisschen abzufliegen und mein endgültiges Resümee zu setzen. In short time, your fate will be sealed. Ja, halt die Klappe. Sowieso nur Training-Mode. Ja, das ist auch genial. Man kann nichts sehen, wenn diese scheiß Textfelder im Weg sind. Ich bedanke mich dafür, Spiel, dass du so gütig bist. Vielleicht kannst du mir ja mal erklären, wie ich Fähigkeiten benutzen soll. Das wäre nämlich mal echt gütig von dir. So. Mit dem blöden Auto. Hier ein paar Bäume. Ein bisschen davon. Ein bisschen davon. Das Game ist so grottentief schlecht. Das Game ist so grottenschlecht. Da kriegst du echt Schüttelfrost, da kriegst du Brechreiz, da kriegst du was weiß ich sonst noch von dem Spiel. So dermaßen schlecht ist das geworden. Hier, juhu. Daily Planet. Was ist das? Oh, man muss der Typ nicht jetzt mal so lachen. Na toll, bist du meiner Welt gefangen. Ich bin gefangen in einem riesigen Haufen Scheiße. Und zwar dieses Spiel. Ja, was lernen wir daraus? Wenn man ein Race verliert, muss man mit Spielen wie diesen rechnen. Das heißt, Leute, das Ganze hier basiert auf unfreiwilliger Basis. Das ist wirklich ein Bestrafungsspiel. Und ich bin froh, dass es nur 5 Parts davon sind. Circa. Mit dem einen ersten Let's Show Part hinzubezogen. Weil das Spiel ist wirklich grottenschlecht. Wisst ihr was, Leute? Ich werde euch erlösen von diesem Elend. Es sind jetzt zwar 14 Minuten, aber es ist mir sowas von egal. Ich habe jeden kleinsten Funken von diesem Spiel gezeigt, der machbar war. Und ich kann es einfach nicht mehr ertragen, dieses Spiel zu sehen. Es ist grottenschlecht. Ich kann es immer wieder betonen. Es ist grottenschlecht. Lasst die Finger davon. Kauft euch nicht. Es gibt viele, viele bessere Spiele als das hier. Gut, von daher schließe ich diese Playlist und ich schließe diesen Bunch of Shit, diesen Sack voller Scheiße. Es tut mir leid, aber anderes habe ich für dieses Spiel nicht mehr übrig. Ja, von daher, mach's gut, Shitty Game,
Und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.